Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Captain of Industries. Ja, wir sind hier mitten am Plateau weiterbauen. Es hat sich mittlerweile richtig groß entwickelt schon. Und hier hinten Bagger, die den restlichen Hügel, der hier noch zwischensteht, entfernen. Weil mittlerweile haben wir ja unsere kleine Hauptstraße hier schon runter in dieses neue Gebiet. Also es ist echt groß. Hast du echt nochmal ordentlich Platz und alles drum und dran. Das schaut schon so leicht, wenn es ein bisschen mehr tiefer wäre, schon, könnte ich schon mal sagen, das ist Indien. Aber ja, nee, auf jeden Fall sind wir mitten dabei, hier auch die Wasseraufbereitung hier dann zuzubereiten. Müssen wir halt schauen, dass das alles dementsprechend gut passt. Und hier muss gerade noch ein bisschen die Kante angepasst werden, damit der zweite Wasseransauger auch arbeiten kann. Weil die müssen natürlich dementsprechend auch arbeiten. Die kriegen dann wahrscheinlich hier vorne noch zwei Tanks hin. Hier werden wir ein Kohlelager hinstellen. Und dann muss hier das Wasser irgendwie durchlaufen danach, das Frischwasser. Das wird ja danach zu Energie umgewandelt. Und dann dadurch, ja, sagen wir mal, weiterverwendet, um neuen Strom zu produzieren, der kein Öl mehr benötigt. Weil aktuell genau das meine Sorge ist, dass, wenn es soweit ist, wir ein ganz, ganz großes Problem haben an Öl. Und wenn wir hier schon das schauen, wir sind hier fast schon durch. Also wir brauchen echt bald Lieferungen. Das ist jetzt besorgniserregend natürlich. Wenn wir mal gucken, wenn ich jetzt hier sage, okay, wir machen hier ein Frachtdepot hin. Ich könnte hier jetzt ein Ding hinstellen. Ich würde es lieber hier vorne irgendwie, glaube ich, hin platzieren. Und hier aufbauen lassen. Alter, schau mal, what? Dann tun wir doch das mal hier hinstellen. Also warum haben wir 200? What? Tun die das Lager auch mittlerweile füllen? Jetzt tun sie das Lager füllen. Toll. Das ist natürlich perfekt. So, das Lager ist fast voll. Hier irgendwie aktuell nicht so. Produziert keiner von euch? Achso, die produzieren jetzt alles andere. Die produzieren erst alles andere. Also natürlich gut, wenn das jetzt alles so hoch ist. So, finde ich voll toll. So, ich hätte jetzt ein paar Flüssigkeits. Tun wir jetzt hier noch. Ja, Flüssigkeitsmodule. Und daran werden dann Ölfässer angebracht. Flüssigkeitsspeicher. Machen wir erst hier irgendwie hier vorne, würde ich sagen. Bisschen weiter vom Schuss ab, einfach ein bisschen Platz zu. Oh ne, der ist falsch rum. Stopp. Drehen. Total vergessen, wir müssen das irgendwie drehen erstmal. Mal ein schönes großes Lager schon mal hin. So, und jetzt haben wir die ersten Lieferbetriebe sozusagen. Und jetzt wird natürlich dementsprechend auch wieder unser Lager. So, das erste Lagerteil hier. So, muss ich. Wir laufen direkt ein bisschen weiter vor. So, wir haben hier 4 Anschlüsse. So. Keine Ahnung, ich will einfach schauen, dass der Durchfluss möglich jetzt hier ist. Dich setzen wir zurück. Natürlich dauert das jetzt, bis das fertig ist, aber es schaut schon irgendwie heavy aus, ne?
So, die saugen jetzt natürlich das Öl auf, was hier ankommt. Und es kommt pro Lieferung, ich weiß gar nicht, wie viel kann ein Laden? 440 an. Die müssen jetzt natürlich nochmal massenweise hier die Konstruktionsteile 2 produzieren, um überhaupt dementsprechend herrichten zu können. Das ist natürlich heavy. Und dann ein Kabel kostet 17, also wir stehen hier natürlich schon an einem bestimmten Punkt, wo wir sagen, holy shit. Extrem ausgelastet, what? Okay, weil wir gerade hinten bauen. Das ist natürlich eine extrem weite Strecke alles und das Ganze zu behalten und zu verwalten, denke ich, ist und bleibt auch eine heavy Aufgabe. Wie schaut es hier aus? Immer noch nichts auf Lager. Ja, sie brauchen auch unbedingt mal mehr. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Fahrzeuge in Zukunft. Jetzt muss der betankt werden. Jetzt muss ich eigentlich meinen Baggern, einen Holzbaggern kurz sagen. Geht mal von hier, nur auf da hinten, um das freizuschalten. Wie gesagt, hier wird eine große Destillerie auch hingestellt und vielleicht werden wir hier dann auch ein Kabel noch nach drüben ziehen, um in Zukunft mit dem Druck zu arbeiten. Weil wir haben leider noch nicht die Technologie, um Dampf wieder in Flüssigkeit umzuwandeln, um so einen kleinen Zyklus ja sozusagen herzustellen. Weil das kann man auch machen. Aber aktuell haben wir leider hier nicht die Möglichkeit zu. Der pumpt es schon rüber, perfekt. Also der erste Anschluss ist dran. Jetzt muss das bloß alles noch gut funktionieren. Natürlich so das Schiff zu betanken ist jetzt nicht die schlauste Idee. Normalerweise, wie gesagt, soll dann hier das große Benzinterminal entstehen, weil einfach dann hier alles passiert. Hier fährt dann die Straße lang, hier geht das Gebiet los für das LMG und alles drum und dran. Und dann sollte das alles passen. Was wartet der jetzt? Ach, die können beide zu ihm, okay. Ja, die kommen. Alter, schau dir an, wie die vorankommen. Wahnsinn. Produktion, ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Das müssen wir in Zukunft wieder verbessern und noch mehr machen. Aktuell ist die Produktion so ein bisschen schlaff sozusagen. Die Konstruktionseffizienz, Stahlverhüttung, bedeutet, jetzt kommen wir dann auch Richtung Stahl. Das brauchen wir dann auch für die neue und alles. Weil, ja. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. So. Jeder hat jetzt schon mal einen Anschluss dran. Perfekt. Jetzt muss der nur noch vollgetankt werden. Die liefern viel zu wenig. Das macht das Ganze nicht wirklich effizient, Leute. Das wird halt unsere Ölversorgung für die Zukunft sein. Mit dem werden wir in Zukunft unsere Ölversorgung herstellen. Keine Fracht entladen. Schiffsstock ist voll. Alter, schau, was hier noch drin liegt. Gummi, Zement. Ja, aktuell ist es halt ein bisschen wieder blöd. Nehmen wir das Schiff doch mal eine Runde auf große Fahrt. Er soll mal hier hinten noch schauen. Alter, ich krieg schon wieder mehr Einwohner. Leute, ich hab gar keinen Platz dafür. Also aktuell schon, aber nee, bitte nicht. Nicht machen. So, und jetzt sollte dementsprechend hier auch der Durchfluss hoch sein, wenn das Ding nochmal fährt. Weißt du, der nächste Teil, wo sie drüber sich freuen dürfen, jetzt muss ich nochmal zwei, ich will wenigstens zwei Lagerteile hier haben, die den Anschluss dementsprechend
verarbeiten und dementsprechend auch ein bisschen Abstand einfach. Das können wir hier rentisch noch so einen Abfluss machen oder sowas. Also sozusagen das ist der reine Land dann für das Boot zum Tanken und alles drum und dran. Einfach damit ein bisschen Flexibilität sozusagen hier reinkommt. So, das Ding hat eine Durchschlagsrate von 10. Holen wir noch eine zweite Pumpe ran. Wie gesagt, wenn ich das jetzt aufziehe, dann mache ich es groß. Und ich hoffe, ich kriege es auch hin. Die zwei werden das hinten schön verarbeiten. Und herauspumpen. Dann können wir mit dem Frischwasser hier so lang. Wie schaut es eigentlich mit unseren Grundwässern aus? Ja, okay, da haben wir noch ewig viel hier drin zum Beispiel. Wie schaut unten aus? Also irgendwie füllt es sich sogar nach. Als ob sich das nachfüllt, das ist ja Wahnsinn. Also keine Ahnung, ich bereite mich gerne darauf vor, dass ich das mit der hier noch verarbeite. Und dann habe ich noch einen guten Kohleverbrauch, weil aktuell ist ja Kohle irgendwie so ein bisschen Hochlagerstand sozusagen. Dann kann ich nachher die Kohlemine ein bisschen vergrößern noch. Na, wie schaut's aus, Leute? Wie viel habe ich euch auf Auftrag gegeben? Ihr seid ja eh schon fast durch. Ja, wunderschön. Wisst ihr was, ihr kriegt einfach von mir jetzt mal kurz einen Schnellauftrag, Bereich editieren. Kümmert euch mal schnell darum. Wir machen jetzt erstmal hier unten. Wollte gerade sagen, wo willst denn du hin? Der Weg ist woanders lang, aber die kümmern sich jetzt mal hier drum, okay. Ah, ich muss schauen, dass natürlich dann das Aufschütten. Okay, ist hier schon weg, gut. Dann können die nicht hier gleich direkt davor das verschütten. Ach schau, wir kommen an die erste Insel dran hier. So. Mach die mal ein bisschen schmaler, die Auffahrt. Das habe ich ein bisschen zu gut gemeint in dem Fall. Ein bisschen mehr Platz, der wird uns schon danach auch noch ordentlich hier helfen. So, aktuell haben wir so einen kleinen Dutch hier in der Runde. Kupfer ist auch. Oh, es kann gut sein, dass der Kupferproduzent hier drüben nichts mehr zu tun hat. Ja, hat er nichts mehr. So. Du kriegst jetzt von mir. Upala, upala, up. Du kriegst von mir den Auftrag, da hinten so ein bisschen Rambazamba zu machen. Das vergrößern wir jetzt. Und ich habe gleich irgendeinen Bagger noch hingesteckt, ne? Ich glaube, es kann gut sein, dass ich den hier reingesteckt habe. Ich ziehe einen Bagger hier schnell ab. Und gebe den hier ein LKW und einen Bagger hinzu. Hier tun wir auch schön aufschütten, um mehr Platz zu schaffen. Also siehst du, das ist eigentlich der perfekte Platz zum Anpflanzen. Also unten wird auch schon passen. Jetzt sollen die hier mal schönes abgraben, schön schauen, dass das alles läuft. So, du nimmst danach die Sohle vor allem. Ihr beide seid Sohle-Akzeptierer. Dann schüttet mal auf. Ich glaube, wir haben jetzt schon den Rand erreicht. Ja, schon. Bis davor wird es die Ecke, die noch hier fehlt, und danach muss nur noch da drüben gebaut werden. Wir haben es also quasi geschafft, schon fast. Perfekt. Das ist ja toll. Ja, hat schon wenig Treibstoff. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ich würde hier gerne sagen, dass der Diesel drin ist und so ein bisschen bis 36 voll sein soll. Ihr kriegt von mir den Auftrag. Grabt langsam alles ab. Von dem Baum hier auch noch, der hier steht. Den habt ihr nicht vergessen. So. Haben wir die ersten Wälder noch so ein bisschen. Dann wird es schon passen und laufen. Jetzt im Tanker. So, der muss jetzt hier natürlich noch ein bisschen abgraben. Um die Stelle gerade zu machen. Aber dann schaut es ein bisschen schick aus, finde ich.
Und vor allem die Frequenz natürlich, an dem hier nachgeschüttet wird, ist ein bisschen höher, weil wir einfach näher dran sind. Aber wie gesagt, es wird eh alles dann nochmal erstmal verarbeitet. Da kommt der nächste Tanker schon hinterher. Wie viel lieferst du eigentlich so? 20 hat er drin. Nur 20. Aber dafür liefert der halt auch ordentlich, ne? Das darf man natürlich auch nicht wiederum vergessen. Also die Liefermenge ist natürlich auch hoho. Nicht nur haha. Oh. Ist es soweit? Nee. Rohölressource wird nur knapp. Ja. Es wird echt soweit. Wir müssen hier hinten anfangen, so gut wie möglich das dann vorzubereiten. Dann müssen sie das von A nach B fürs Essen halt liefern. Aber ist wurscht. Hauptsache die Produktion läuft bald einigermaßen. Auf jeden Fall scheint es, dass wir hier einen Dampfrohr nach drüben auch verlegen müssen. Beziehungsweise das eh hier alles noch ein bisschen aufbereiten. Ich glaube, hier in der Nähe haben wir kein Frischwasser, außer den Anschluss, ne? Wir haben das Frischwasser. Okay, ja, ich könnte hier natürlich ein Kabel nach vorne verlegen und so Zeugs. Da kommt er schon wieder. Wo ist hier wieder nichts? Ja, zum Glück haben wir eine Autolieferung, ey. So ein Ding hält fast eine komplette Ladung. Von dem Gerät hier. Damit wird er noch effizienter gefüllt. Stark ausgelastet. Ja, das ist halt aktuell nicht so prickelnd, aber was willst du machen? Nicht genug Wartung als Wort. Warum das denn jetzt? Es fehlen die kleinen Elektronikteilchen. Und keiner produziert die wirklich. Wie scheint. Maschinenteile sind voll. Davon gibt es nichts auf Lager. Deswegen sind die auch nicht am Arbeiten. Warum produziert er jetzt das untere, nicht hier oben? Weil Kupfer fehlt. Oh, shit. Kann ich Kupfer kaufen? Einfach für den Notfall schnell? Ja, kann ich. Knupfer hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was anfangen. Holt es schnell aus der Lieferung. Liefert es dorthin, wo sie es brauchen. Dann können wir die Produktion wieder anheizen. Wir müssen die Produktion für das hier auf jeden Fall erhöhen. Das ist jetzt ein Zeichen, dass uns natürlich etwas fehlt. Dass wir in diesem Fall ein bisschen versagt haben. Die Ressourcen uns nicht ausreichen. So wie aktuell der Stand ist. Eisen, der Stand ist auch noch nicht wirklich brillant, aber es wird besser. Uns geht jetzt langsam das Öl aus, auch nicht brillant. Wir bereiten aber alles vor für die Umstellung. Unser Öltanker kommt auf jeden Fall schon mal, was natürlich super brillant ist. Ah, die Auslastung ist natürlich nicht so brillant und toll. Die zwei, drei fetten Rohre hier, die kriegen das natürlich... Man merkt, dass es übertrieben ist. Aber hier lagert jetzt Rohöl. Ich glaube, allein doppelt so viel wie hier drüben. Ja, doppelt so viel. Und wir können die Lagerkapazität noch erhöhen. Aber hier, die Menge, die hier drin ist... Wir scheinen auch dauernd zu produzieren, gefühlt. Ich glaube die ganze Zeit, dass wir eigentlich nicht genug hätten, aber irgendwie... Die Lager sind nie ganz voll, natürlich, weil die ganzen Sachen und Geräte sich einfach dauernd betanken und alles. Und bis dann doch mal ein Stillstand kommt, ist schon wieder 1-2 Liter geklaut worden. Als ob die sich immer noch vollfüllen. Jetzt geht er hier tanken. Ich glaube, ich spinne.
Standort erkundet. Gefunden, Einwohner, Gummi, Kupfer und Fahrzeugteile. Neues, oh, finde ich toll. Düst nochmal los. Das ist das Problem jetzt von mir gewesen, weil ich nichts auf Vorrat produziert habe im Kupfer. Jetzt sieht man, was passiert ist. Das Kupfer ist zu knapp geworden. Wir haben Wartung, die langsam nach unten geht, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Da sieht man die Produktion, blau müsste die Produktion sein, ne? Plus Wartung, ja. Nichts dazugekommen. Also ist es so ein stetiges Hin und Her, dass wir einen ordentlichen Peak auch haben, die letzten 100 Jahre. Wie lange erwartet man, dass man dieses Spiel spielt? Da sehen wir, was wir produziert haben. Und hier haben wir schön ausbalanciert immer gehabt, wie es scheint. Aber man sieht halt hier, dann produzieren wir mal mehr, dann mal wieder nichts und alles rum dran. Jetzt aktuell haben wir ein Problem. Es scheint, die Produktion auch jetzt gerade einfach liegt die ganze Zeit. Luftverschmutzung, ja. Wasserverschmutzung wird noch hochgehen, glaubt mir. Das wird noch hochgehen. Die Wasserverschmutzung. Das ist erst der Anfang. Das kleine Röhrchen hier. Obwohl, das ist ein. Das geht. Aha, das andere zählt gar nicht als Wasserverschmutzung. Finde ich auch cool. Schiff kommt wieder. Ja, verschwindet lieber. Jetzt muss ich diesen einen Bagger wieder hier einfügen. Warum jetzt da unten? So kommt der Bagger jetzt. Wir brauchen hier hinten dringend Unterstützung, wie scheint. Ich warte nur drauf, gleich sind die. Dann ist die Anlage hier leer. Vor allem, wir müssen dann viel umräumen. Hier auch die Produktion. Die basiert. Ja, vom Herzen aus auch. Auf unseren Diesel. Bedeutet, die wird dann auch irgendwann umplatziert werden müssen. Ohne Frage. Und die wird die erste sein, die auch trocken läuft. Das wird die erste sein, die hier leider trocken läuft. Extrem ausgelastet. Holy shit, das heißt aber nichts Gutes. Wie schaut es denn hier aktuell aus? Ja, sie baggern schon fleißig das Zeug so zurecht, wie es sein soll. Also sie tun auch nicht hier, wo ich gerne was hätte, noch ran. Also ich würde gerne noch schaffen, bevor uns wirklich das alles ausgeht hier, dass wir den Strom rein aus anderer Energie herkriegen. Dafür müssen wir halt wirklich viel noch machen, weil so eine einfache Destille einfach nur hinstellen ist ja leider nicht so. Ich würde aber sagen, dass wir die ersten wirklich dann. So. Das wird die neue Produktionsstelle. Hier wird dann Frischwasser produziert. Das Frischwasser wird weitergeleitet. Geht außen lang. Und wird dann hier drüben in Dampf umgewandelt. Hier kommt dann noch irgendwo ein Kohlelager hin. Vielleicht werden wir das wirklich als Kohlelager auch einführen hier. Und dann hier hinten in Energietriebwellen reingebaut. Aus und aus. Hier darf nichts mit Export, mit Import passieren. Wer gehen wir denn hier? Direkt auch vor, wie es zu sein hat. Der sollte das dann auch gleich übernehmen, glaube ich. Ja, perfekt. Dann können wir dementsprechend das auch verwalten.
dazu, was wichtig ist. Als allererstes, in dem Fall, ist die Abfuhr der Sohle. So. Da müssen wir jetzt dementsprechend die Rohrleitung natürlich für... dementsprechend mal trittieren. Eins weiter rüber. Vor allem, das sind das Schlimme, alles Rohre am Ende. So, jetzt brauchen wir dann noch... eine Verbindung nach hier drüben. So. Dann haben wir jetzt nur noch das Problem mit dem Dampf. Und wie gesagt, ich hätte es ja gerne gelöst, dass wir sagen, okay, der Dampf wird an einem großen, bestimmten Punkt abgelassen. Wo ich jetzt aber eher glaube, dass wir es einfach, um Plätze zu sparen, wieder mit der guten alten, ich habe jeweils ein Rohr Methode lösen. Und dementsprechend die ganze Anlage anbauen. So. Jetzt werden die Rohre und die Türme noch gebaut. Das da drüben ist brav abgetragen worden. Das ist super. Ich reduziere mal die Menge an. Danke. LKWs, die es gibt. Wie schaut es mit dem Kupfer mittlerweile aus? Ja, ein bisschen stabiler wie davor. Immer noch nicht perfekt, also ist auf jeden Fall genug Kupfer auf jeden Fall erstmal auf Lager. Es fehlt Wasser. Oh. Soll ich Wasser auch noch live hinterliefern? Das wäre wahrscheinlich sogar am Ende das Schlauste. Wenn ich live Wasser noch hinterliefere. Ich muss eh hier noch eine Wasserführung machen, damit die hier Wasser kriegen. Oh, das ist gar nicht gut. Das sinkt nicht, weil die wahrscheinlich immer noch nichts bekommen. Wir kaufen nochmal weiter einen. Also ich verstehe nicht irgendwie, glaube ich, die verstehen nicht, dass das wichtig ist mittlerweile, dass wir das brauchen. Und das hier unten ist ja schon fast fertig. Ich hoffe, noch ein bisschen was. Kupfer zu haben ist gleich gerade aktuell das Wichtigste. Gut, der versorgt die drei. Der andere geht hier rüber, versorgt die drei dann. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil jetzt ist ja gerade echt schlimm. Fehlt denen auch Wasser? Nee, warum? Wann? Der Sand fehlt. Ich kenne mir beim Sand. Oh. Ich habe beim Sand mal wahrscheinlich alle abgezogen. Wir ziehen zwei Bagger ab. Einen LKW noch. Und ziehen dann hier zwei Bagger ein und zwei LKWs. Eieiei. Da hat jemand einen Schlaumeier wieder gemacht. So, und jetzt würde ich einfach mal eine Ruhe simple ziehen, schnell. Und ich ziehe gleich eine große, weil das ist eh günstiger.
Ziehen wir es nach vorne. Wir haben es ja aktuell, wie scheint. So. Ist ja nicht teuer. Wie viel kostet die? 112. Ja, das haben wir auf Lager. Hauptsache am Ende funktioniert der scheiß Kupfer. Ich will doch bloß ein Kupfer lagern. Ah. Und ein großes Lager, noch ein Shitgutlager. Gut, dann bin ich zufrieden. So, jetzt läuft der Wasser drin. Der kann wieder durchproduzieren. Und jetzt haben wir dann hoffentlich wieder Kupfer. Das ist langsam echt unangenehm. Können wir die Prio mal auf 9 stellen bei den Dingern hier bitte? Oder sogar auf 8? Pass auf, jetzt tun sie alles reinladen und es funktioniert einfach wieder. Sie waren bloß zu faul, es zu tun. Also 2 laufen gerade. Es laufen 3. Wollte ich mich einfach verkackeiern? Okay, es ist nicht viel drin, aber es läuft gerade. Okay, wir machen mal das aus und das aus. Ich brauche gerade mal zwei, nur die wirklich dafür zuständig ist. Einfach, dass wir wieder Elektronikteile haben. Wir haben sonst echt bald ein Riesenproblem. Bringt die Dinger zum Laufen, so schnell wie es einfach geht. Ja, jetzt schaut es langsam wieder gut aus. Okay, Leute, aber das war jetzt ein bisschen längere Folge. Ich habe total die Zeit übersehen. Wir baggern hier eine zweite Stockwerk der Kupfermine an. Unsere Konstruktion für Wasserdampferzeugung steht auch langsam. Sie müssen nur noch ein bisschen was hier verbessern, weil irgendwie hieß es. Haben sie interessant jetzt abgetragen, wie scheint. Weißt du was? Ihr kriegt noch den Auftrag und dann haben wir hier schönes Lager für ein schönes Lager für Kohle auch noch. Dann läuft die Kohle auch noch hier drüber und kann hier dementsprechend verarbeitet werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich die Energie Kohle Sprit frei machen, weil wir haben hier echt nicht mehr viel. Dann haben wir den jetzt noch zum Tanken. Und hier unten wird hoffentlich dann unsere erste große Produktionsstelle für Rohöl entstehen. Also, bis dann. Ciao.